Seehofer einen Gesetzesentwurf zur sogenannten geordneten Rückkehr vorgelegt. Darin sind eine massive Ausweitung der Abschiebehaft, eine Duldung Leid, die unter anderem ein Arbeits- und Ausbildungsverbot bedeutet, und die Kriminalisierung von UnterstützerInnen vorgesehen. Wer Abschiebetermine bekannt gibt, soll mit Geldstrafen oder bis zu 3 Jahren Haft dafür bestraft werden. Die Arbeit von AnwältInnen, BeraterInnen und UnterstützerInnen wird damit enorm bedroht. Die Ankündigung von Abschiebeterminen ermöglicht Betroffenen, rechtliche Mittel dagegen einzulegen und ist damit ein unverzichtbares Element des Rechtsstaates. Im Fall von Afghanistan werden ganze 60% aller vom BAMF abgelehnten Asylanträge durch Gerichte im Nachhinein als zulässig beschieden. Außerdem ermöglichen die Ankündigungen die Vorbereitung von Protesten und Demos wie dieser hier. Das angebliche Ziel des Verbots soll darin liegen, dass Menschen nicht mehr die Chance haben, unterzutauchen. Doch nicht die Menschen, die sich einer Abschiebung entziehen, sind die Gefahr, sondern die Abschiebung selbst. Aus Angst fliehen seit Beginn der Sammelabschiebung nach Afghanistan im Dezember 2016 viele Afghanen in andere europäische Länder, in denen sie dann keinerlei Perspektive haben. Die Abschiebung verhindern, dass Menschen sich hier ein sicheres Leben aufbauen können und bedeuten eine erneute Traumatisierung bis hin zu Suizidversuchen. In Bundesländern wie Bayern finden vor den Abschiebungen nach Afghanistan regelrechte Verhaftungswellen statt. Menschen werden auf dem Weg zur Berufsschule abgefangen, aus der Psychiatrie, aus dem Krankenhaus oder aus Jugendhilfeeinrichtungen gezerrt und in ein Flugzeug gesetzt, das sie in ein Land fliegt, in dem manche von ihnen noch nie gewesen sind und in dem seit Jahrzehnten Krieg herrscht. Wir sind es satt zu erklären, dass Afghanistan kein sicheres Land ist. Alle Zahlen, Fakten und Berichte von sämtlichen NGOs, darunter vom UNHCR und natürlich die Erfahrung der Afghanen in allererster Linie, sprechen dagegen. Das weiß auch die Bundesregierung. Die Abschiebungen haben nichts mit einer angeblichen Durchsetzung des Rechtsstaates zu tun, sondern sind Ausdruck eines strukturellen Rassismus und einer rechten Politik, die rhetorisch von allen Seiten befeuert wird. Der Gesetzesentwurf aus dem Hause Horst ist ein weiterer Baustein davon. Seit über 2 Jahren protestieren wir gegen die Abschiebung nach Afghanistan. An allen Orten in Deutschland kämpfen Geflüchtete und UnterstützerInnen für ihre Rechte. Solidarität ist eine Waffe und das weiß auch Horst Seehofer. Solidarität steckt an und kann so weit gehen, dass Abschiebungen tatsächlich verhindert werden können. Wir lassen uns diese Solidarität nicht nehmen. Wir werden nicht aufhören, gegen die Abschiebung nach Afghanistan und in andere Länder zu protestieren. Wir werden nicht zulassen, dass Abschiebungen still und leise stattfinden können. Sie sind ein Angriff auf die Menschenrechte und ein Angriff auf eine Gesellschaft der vielen. Dem stellen wir uns heute laut und entschlossen entgegen. Wir werden uns nicht von Horst Seehofer und der immer weiter nach rechts rückenden Politik einschüchtern lassen. Wir fordern ein bedingungsloses Bleiberecht für alle statt einer geordneten Rückkehr. Wir fordern Solidarität statt Abschiebung. Danke nochmal an alle fürs Kommen und alle Redebeiträge, die heute gehalten wurden. Nach mittlerweile 2 Jahren ist das nicht mehr selbstverständlich, dass so viele Leute kommen zu unseren Demos. Und leider muss ich sagen, muss es diese Demos immer noch geben nach 2 Jahren. Und unsere Gruppe hat sich ja damals gegründet, bevor die erste Sammelabschiebung stattfand. Und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir seitdem erfahren haben und auch weiterhin erfahren und hoffen, dass ihr auch weiterhin zu unseren Demos kommt. Und falls jetzt keiner mehr was sagen wollen würde, würde ich die Demo hiermit auch beenden. Ja. Dankeschön.